Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind in der Episode gefroren bei den romulanischen Episoden. Und wir brauchen eine Art Fremden. Modifizieren Sie die Kommunikationsphalanx. Na, das machen wir doch glatt. Da fliegen wir glatt hin. Level 34. Okay. Nun gut, dann ziehen wir uns mal zum Mikronebel zurück. Das ist der hier. Und wir senden ein sozusagen falsches Signal. Romanisches Scoutschiff. Es scannt den Bereich, aber... Oh, ein romanisches Schlachtschiff. Ich vermute mal... Romulanische Streitkräfte ausschalten, okay. Ah, you're a good distance out of your Federation's territory, aren't you? Offer no- Na, ich stehe nicht auf Drohungen. Kritische Komponenten kann man immer gebrauchen. Soweit ich weiß, kann man damit sein Raumschiff, glaube ich, irgendwo reparieren, aber wohl nicht im Raum, sondern... So. Dann folgen wir mal dem... Oh Gott, ich bin schneller als er. Soll ich schon mal vorfliegen, Kaffee kochen? Ich glaube, wir müssen ihn auch gleich verteidigen, wenn ich mich recht entsinne. Na, wir fliegen hinterher. Huch, nicht abhauen. Warning, ship is under attack. Weg. Danke, ich rette dir den Arsch und du fliegst weg.
Na dann, verfolgen wir es mal. So geht's ja nicht. Mal ganz ehrlich. So nicht. Ihr merkt, ich bin Mitte Level 30. So langsam habe ich mich an einige Sachen rangetastet und eingespielt. Andere Sachen habe ich noch gar keinen Schimmer. Hatte ich auch in der letzten Folge schon ein paar Fragen an die Community und an den Chat gestellt. Beamen Sie herunter in die Höhlen und finden Sie einen Weg in die Basis. Oh ja. Und ich nehme alle mit. Alle, die ich kriegen kann. Okay. Finden Sie einen Weg in das gelandete Schiff der Remana. Okay. Gucken, was hier drin ist. Große Ladung, immer gut. Nix drinne. Ganz schön kalt. Oh, jede Menge Hundis. Nichts machen. Irgendwie muss man das nachher mit einem Laser, glaube ich, aufschweißen. Wenn ich mich recht entsinne. Okay. Und finden Sie einen Weg in die Basis, dann scannen wir das Tor mal. Nutzen Sie die Steuerkonsole des Abbaulasers. Genau das war's. Die ist irgendwie hier auf der anderen Seite, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und dann verwenden wir mal den Mini-Laser. Wow. Föderationsstreitkräfte, würde ich mal sagen. Scannen Sie den Mini-Laser. Der scheint kaputt zu sein. Dann gucken wir mal. Den karrierebasierten Ziele... Achso. Okay, durchsuchen Sie die Höhle nach einer alternativen Energiequelle. Wenn mich nicht alles täuscht, kommen jetzt entweder Schleimmonster oder Spinnen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Dann gehen wir doch mal hier ran. Energieakkus. Okay, Nummer 1. Was ist denn das hier? Hier ist gar nichts. Okay. Dann gucken wir mal hier. Das dürfte dann die Nummer 2 sein. Und dann dem dritten bin ich dann wahrscheinlich... Sag ich doch, Spinnen oder... Gut, dann müssen wir jetzt den dritten suchen.
Da waren wir schon. Wo ist der dritte? Hier. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Nee. Ah, da hinten. Okay. Hätte man ruhig mal ein größeres Gefecht mit den Spinnen einbauen können. Die 3, 4 sind ja... Okay, eine Ladestation, um die Abbaulaser vorzubereiten. Ich glaube, das wäre das hier. Einmal verbinden. Nehmen. Ja, dann wieder zum Laser. Modifizieren, zurück an die Steuerkonsole. Ja. Eine Auszeichnung erhalten, Feldstreifen. Okay, jetzt haben wir den Laser repariert. Ich habe das, glaube ich, damals so oft gespielt, dass ich das intuitiv noch weiß, wie es geht. Okay, finden Sie Obi-Zek. Na dann. Mal rein. Oh. Mhm. Hallo. Stell, ich werde Sie beantworten. Warum kämpfen Sie? Warum kämpfen Sie gegen die Romulaner? Erzählen Sie mir von Ihrem Leben hier. Was streben Sie an, wenn der... Okay, gut. Du hast wirklich spannende Sachen zu erzählen. Ich glaube, mich recht zu erinnern, dass wir uns hier gleich rauskämpfen müssen. Obi-Zek has a vision. Obi-Zek hat eine Vision. Ja, das sagte man von den meisten Anführern und Tyrannen, aber okay. Beraten Sie und finden Sie Obi-Zek. Obi-Zek ist irgendwo. Wo ist Obi-Zek? Da drinnen, ne? Genau. This place won't be safe forever. We have to be ready to leave at a moment's notice. Prepare this. Ah, it's you. Welcome to the heart of the Resistance, little spy. There is so much for us to discuss, and so little time. The Tal Shiar have discovered this, our last refuge. They will be here soon, and my people and I will have to fight for our lives. Yet one question remains. Will you be our friend, or our enemy? Die Frage habe ich früher schon. My hope is that you are here to talk. The Tal Shiar could arrive at any time. Speak quickly. Ich werde sie nicht aufhalten. Na gut. Obi-Zek. Entfort. I believe you see that my cause is just. We can do great. Sir, Romulan transporter signal detected. The Tal Shiar have entered the base. Start the evacuation. We must get the civilians out. Commander Roshna, transport the reinforcements here. Tell them to assist our new ally.
I will return to my ship and attempt to hold off their forces. Help my soldiers defend this base. Fight well, my friend. My people are counting on you. Und er macht sich davon und lässt mich die Arbeit machen. Transporterblockierung. Die muss doch eigentlich hier drinne sein. Oder? Ach, die Tür geht nicht. Das habe ich mir gedacht. Okay, rennen wir raus. Oh, wo kommt ihr denn her? Ihr wart aber eben noch nicht da. Unübersichtlich. Oh Mann. Oh, ich bin tot. Shit, ich hätte mich heilen sollen. Ich hätte mich heilen sollen. Ach hey, jetzt bin ich ganz hin. Na dann. Dann räumen wir doch gleich auf der anderen Seite auf, wenn wir hier sowieso rum müssen. Ja, meine Schilde am Boden sind wirklich das Letzte. Obwohl es schon 8er Schilde sind, aber die halten trotzdem nichts aus. Die Transportersperre abrichten und beamen raus und haben dann doch die Aufgabe erfüllt. Erschien mir früher auch mal schwerer. So, und dann werden wir hier. I sympathize with Obasek's plight, but I do not know if we will be able to assist him. He has no proof of these demons. Congratulations, Captain. Okay. I agree with you. There is Obisek sagt. My contacts tell me that Starfleet has rejected my request for military in das Nopata-System im Psi-Velo-Sektorblock und suchen sie nach dem verschwundenen remanischen Schiff. Und da bekomme ich einen Remana-Variant. Das war früher mal, glaube ich, Teil eines Sets. Okay. So, wir sind 35. Wahnsinn. Und am Boden. Ja, sehr schön. Das heißt, können wir noch eine Patrouille machen. Ich glaube, die kriegen wir noch gerade eben hin. Vielleicht reicht das ja dann fast bis 36. Dann sind es nur noch 4 Level bis zum neuen Schiff. Ist nicht so, als ob ich mich jetzt mit der kleinen Eskorte nicht als ob ich mich unwohl fühlen würde. Sie ist schon nice, aber ich hätte schon gerne eher einen Kreuzer. Aber mal gucken. So, wir warten und warten und warten. Und da sind wir.
sie auf den Planeten zu. Das machen wir gerne. Und wir beamen mal runter. Zu zweit heute nur. Der Rest hat Freigang. Ja, das schaffen wir noch ganz gut. Und dann sind wir da schon wieder ein Stück weiter. Und dann geht's zum Kolosseum. Ich glaube, das hatte was mit Würmern und Gefängnis und irgendwie sowas in der Richtung zu tun. Aber wir sind, wie gesagt, erst bei den romulanischen Episoden. Da kommen ja noch unglaublich viel kardassianische und. Also gerade mal der dritte Strang von 10 oder 12. Also da werde ich noch reichlich zu tun haben. Was ich aber sehr gut finde. Weil... Oh, hier können wir mal gucken. Tetrazingas. Weil es soll ja nicht so schnell immer vorbei sein und durch sein. So, das ist ein Sensor. Es sieht aus wie ein riesiger Luftreiniger. Und jetzt muss ich die anderen Sensoren scannen. Da ist auch einer. Okay. Da oben ist der nächste. Gucken, dass ich keinen verpasse. Und da hinten ist der nächste. Okay. Fast am Duranium-Erz vorbeigelaufen. Das sollte man natürlich nicht machen. Das heißt, dort ist 3 und da hinten ist 4. Boah, die Pilze finde ich witzig. Aber gut, ich glaube, hier hatte ich schon mal eine Folge, wo ich das gesagt habe. Das war Nummer 3. Und das ist Nummer 4. Ja. Ah, 36. Okay. Sehr schön. Das ist ja nice. Okay. So, dann fliegen wir nach zur nächsten Aufgabe. Die ist nicht weit weg. Wir sammeln wieder ein bisschen. Hier haben wir auch schon ein paar Marken angesammelt. Ah ja. Und in der Zeit können wir ihr ja mal diese Waffe geben. Und Kurland kriegt diese. Und Kwong kriegt diese. Und auch einen besseren Schild. Das und dann ist es das. Und dann muss ich mal anfangen, die Lithium abbauen zu gehen. Das können wir eigentlich auch in der nächsten Folge mal machen. Genau. Wir sind beim Kolosseum, da geht's aber dann, glaube ich, erst in der nächsten Folge weiter. Und wir sind im Raum. Und es geht dadurch weiter. Ah, das geht. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao, ciao.